Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu den ersten Missionen des Seelenreitens. Denn nachdem wir 10.000 Punkte haben, hat Rhiannon für uns neue Aufgaben. Du warst geduldig und bist nicht einfach auf eigene Faust losgezogen, ehe du bereit dafür warst. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Es ist an der Zeit, dass ich dir deine erste Mission gebe. Oh mein Gott, und es gibt 100 Spielererfahrung. Wow, krass, das ist seit langem mal wieder wirklich viel. Und der Beobachtungsmeister hat mir eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Irrlichtern auf den Everwind-Feldern berichtet. Irrlichter findet man normalerweise nur in den Sümpfen und an verlassenen Orten. Okay, wir machen uns mal los, um die Irrlichter zu jagen. Okay, wir sind bereit. Und jetzt geht es los. Und die Missionen, die sind in zwei Teile aufgeteilt. Die erste Sache ist immer direkt schon mal rauszufinden, wo wir hin müssen. Aus dem Grund habe ich auch mein fast ausgeleveltes Pferd, nämlich Amber Moon, genommen. Ich empfehle euch da auch, nehmt euch ruhig ein schnelles Pferd. Denn bei manchen Missionen ist das Zeitfenster schon wirklich ein bisschen knifflig. Also ihr solltet da nicht irgendwie ein Pferd mit einem roten Smiley und ohne Ausrüstung nehmen. Dann schafft ihr das Ganze nämlich gar nicht. Von daher nehmen wir jetzt hier Amber Moon für die erste Testmission. Da haben wir 2 Minuten Zeitlimit. So, müssen aber auch nicht besonders weit, denn ihr habt ja schon gehört, wir müssen zu den Everwind-Feldern und die sind nämlich direkt hier daneben. Von daher ist es hier eigentlich sogar recht egal, was ihr für ein Pferd nehmt, weil die Entfernung hier tatsächlich sehr moderat ist. Der Vorteil ist übrigens auch, ihr habt direkt eine Markierung auf der Mission. Also ihr müsst die nicht erst markieren, sondern ihr habt direkt diesen Richtstrahl dort, wo ihr hin müsst. Ihr solltet halt nur nicht auf dem Weg hier irgendwie großartig failen, weil das ist dann trotzdem auch bei dem Zeitfenster recht knapp. Also ihr braucht ungefähr so mit, ja, einem nicht ganz ausgelevelten Pferd, weil ihr grob eine Minute braucht ein bisschen. Und sobald ihr in der Nähe seid, geht dann die Mission los. Die kennt ihr ja schon vom Seelenreiten-Training her. Das ist dann diese, sammelt die Irrlichter ein. Nur diesmal eben nicht mit 20, sondern mit 40. Dafür habt ihr hier auch nochmal ein bisschen mehr als 2 Minuten Zeit. Also das ist recht entspannt. Muss man aber auch sagen, das hier ist die erste Testmission. Also das ist jetzt nicht die Mission, die dann später regelmäßig kommt. Zumindest nicht in dieser Schwierigkeit. Sondern das ist jetzt die erste Testmission, wo ihr dann so ein bisschen zeigt, ja, ihr seid bereit für die Mission und müsst hier eben nur nochmal die Irrlichter sammeln. Habt dafür aber wirklich eigentlich sehr gut Zeit. Das ist nur das Problem, wenn ihr vielleicht ein bisschen Probleme habt, die Irrlichter zu treffen, dann, ja, dann könnt ihr euch hier ein bisschen schwer tun bei. Ich muss sagen, es ging eigentlich ganz gut. Man hat auch wirklich noch recht viel Zeit am Ende übrig und es sind auch deutlich mehr als 40 Irrlichter da, also das sollte eigentlich für niemanden jetzt eine großartige Schwierigkeit bereiten. Und so hingehend hatten wir, glaube ich, die Hälfte der Zeit jetzt dann genau insgesamt gebraucht. So, und damit sind wir mit der ersten Übungsmission fertig und es geht zurück zu Rhiannon. Machen wir uns auf an unsere erste richtige Mission, denn es geht nun täglich an Missionen, die übrigens dann, wenn ihr sie nicht macht, auch da drin bleiben. Also die werden zwar immer wieder refreshed, aber wenn ihr sie nicht macht, bleiben sie. Geben 300 Erfahrung fürs Seelenreiten, also ihr levelt damit schon den Ruf hoch, aber eben nicht so, wie ich teilweise dachte. Ich dachte, es gibt mehr dafür. Aber ihr seht, wir haben jetzt 7 Minuten Zeit und müssen bis zur Sonneninsel. Wir müssen quasi komplett auf die andere Seite der Map. Hier gilt wichtig zu sagen, auch nochmal, ihr könnt euch nicht abholen lassen. Also ihr müsst das wirklich komplett bis dorthin reiten. Was natürlich mit ein bisschen langsameren Pferden hier schon wirklich schwierig wird. Ich habe jetzt bis zur Sonneninsel hier ungefähr 4 Minuten gebraucht. Und da auch nochmal wichtig, natürlich jeder Fail, den ihr macht,
Der sorgt hier natürlich krass für Zeitverlust, gerade wenn ihr dann ins Wasser fallt und dann schwimmen müsst. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, damit ihr jetzt nicht meine 4 Minuten Weg zur Sonneninsel seht. Aber es ist schon, ja, nicht ganz ohne, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ihr habt. Also es geht, aber ihr solltet, wie gesagt, darauf achten, nehmt definitiv kein Pferd, was jetzt irgendwie unausgelevelt ist oder so. Denn dann wird der Weg wirklich knapp von der Zeit her. Aber angekommen auf den Sonneninseln haben wir jetzt unsere erste wirklich schwierige Mission. Nämlich, wir müssen das verseuchte Pferd retten. So, und da haben wir schon unser verseuchtes Pferd. Und ihr kennt vielleicht die Missionen. Die gab es nämlich auch so in leichter während des Seelenreiten-Trainings. Hier haben wir jetzt aber es deutlich schwerer. Wir haben 2,5, wir haben, glaube ich, 3 Minuten insgesamt Zeit, das Pferd zu cleanen. Also wir müssen immer in der Nähe bleiben. Wichtig hierfür gilt, es ist wie bei den Druiden-Trainings. Das heißt, wenn ihr hier failt, könnt ihr die Mission nicht noch einmal machen. Also ihr könnt sie nicht einfach schon nochmal neu starten. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob hier das Berühren eines Blitzes ein Fail wäre, aber ich wollte es auch nicht ausprobieren. Was man auf jeden Fall sagen kann, die Blitze machen euch mindestens langsamer. Wenn wir aber vom Druidentraining ausgehen, da war direkt das Berühren eines von diesen Blitzsachen ein Fail. Also denke ich mal, dass es hier genauso sein wird. Berührt ihr einen Blitz, dürft ihr die Mission nicht noch einmal machen und ihr habt sie gefailt. Deswegen gilt es hier echt drauf aufzupassen. Lasst euch da lieber ein bisschen Zeit. Versucht es nicht auf Krampf zu erzwingen. Ihr habt für die Verderbtheit eigentlich genug Zeit. Also macht lieber auf Nummer sicher und bremst dann nochmal ab, bevor ihr... Lieber auf Nummer sicher gehen und jetzt nicht auf Krampf nochmal versuchen, die Verderbtheit auf Krampf eben runterzumachen. Sondern lieber in Ruhe und nochmal eine Biegung mehr mitmachen. Denn das war schon nicht ohne. Vor allem macht das Pferd teilweise echt, ja, sehr, sehr komische Wendungen. Aber ansonsten ist es verhältnismäßig einfach, aber natürlich wirklich aufpassen. So, und damit haben wir unser Pferd gerettet. Es tanzt nochmal für uns. Und das waren so die Trainingsmissionen und die erste Mission beim Seelenreiten. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.